Gute Bewegung da jetzt von der 75. Danny Laver. Wir haben natürlich auch Respekt und wissen jetzt, aber immer am Anstoß unserer Jungs jetzt mal nicht ganz zu erreichen. Das ist so, dem deutschen Fußball finden sie schon. Das ist so, dem deutschen Fußball finden sie schon. Legendenspiel, dann wirst du wahrscheinlich allen vorschreiben. Bei mir spielt nur, wer schwarze Schuhe trägt. Nein, mach ich nicht. So, jetzt aber. Geile Bewegung. Oh, das hätte natürlich Alkohol im Spiel. Nein, es ist Coca-Cola und Wasser, was hier auf dem Tisch steht. Aber Zucker kann ja auch beflügeln. Hier gibt es übrigens... Gucken. Ja, erst gestoppt. Pfarrei setzt nach. Gute Bewegung. Sehr gut gemacht. Oh, schöner Schuss. Zu sehen, der achtjährige Beam. Also hier bei uns, neben uns ist auch defensiv gesehen. Wäre natürlich schön, wenn wir hier zeitig ein paar Tore sehen würden. Und auf den Alcázar aber auch glänzend vorbereitet. Ja, was ihr jetzt schön sehen könnt, und natürlich könnt ihr es auch kaufen, ist, noch ist nichts vergeben. Pichu jetzt mit dem Linken, das kann er, das wissen wir auch, sucht er erneut Pfarrei, aber der Ball war ein Ticken zu lang. Sich das wirklich wahnsinnig entwickelt. Wir haben jetzt, glaube ich, fast 25 Fanclubs mittlerweile, als ich, oh, und da ist eben der angesprochene Raul Dirke, und er weiß eben genau, wo er hin muss. Raul Diaz, den kann man sich mal merken. Also das war ein richtig guter Ball. Ein richtig guter Kopfball auch. Wenn wir natürlich, um zu seinen Möglichkeiten zu kommen. Und die Mitspieler suchen ihn natürlich auch. Also schön über die rechte Seite. Der ersten Riesenchance für Sierra. Und schon sind wir wieder auf der anderen Seite. Aber aufgepasst von unserem Kapitän. Momentan. Der gibt auf die rechte Seite. Da ist Wolf zurückgelegt auf Raschel. Nochmal Mario Götze, Lupfer. Ah, jetzt wollten sie zaubern. Ja, zu kommen. Aber ein schönes kleines Ballstaffettchen. Und auch diese Bewegung war klasse. Schön durchgesetzt über links, muss man zugeben. Ah, und dann aus. Okay. Ja, aber bei den ganzen Spielern musst du natürlich viel wechseln. Das stimmt. Vielleicht ist also das Piszczek. Klasse Bewegung da von Jovin Jones. 39 ist jetzt Pfarrei. Das Spiel ist vorbei. Nein, aber wir wollen uns nicht da. Es war nicht zu sehen bei uns im Livestream, aber hier war es schön zu sehen. Man hat den Vater eingewechselt. Und da sehen wir das 1:0. Aber zurückgeführt. Eigenen Videoschiedsrichter hier, Lukas. Ja. Aber der hat nicht aufgepasst. Er hat was er gemacht hat. Ja. Ah, doch. Ja, es gab schon das bekannte Feuerwerk hier, was aus dem hinter den Torpfosten erscheint, wenn es ein Tor gibt. Aber es war abseits. Zumindest wurde schön gespielt jetzt. Viel Direktspiel. Und jetzt mal Abschluss. Hey! Klasse Tor! Richtig gutes Tor für Borussia Dortmund. Das alles in der 37. Minute. Und Marius Wolf mit der 27, der haut das Ding aber sowas von in die Maschen. Da hat Brian Meredith überhaupt keine Möglichkeit, den Ball abzuwehren. Ist aber auch ganz toll gespielt. Zurückgelegt zu Mario Götze, der legt nochmal auf. Und Wolf aber richtig gut. 1:0, 37. Minute. Aber da siehst du mal, diese Dynamik, die beißen sich durch. Die sind halt auch schon wirklich fit. Und das könnte gefährlich werden. Aber... Da wollte. Und wir haben mal natürlich unseren Lukas auf die Reise geschickt, wer hier das Ding in den USA denn zeigt. Es gibt ein Christian. Er wollte sehr üblichen Spielkommentar, deswegen sei es uns doch erlaubt, noch mal eine kleine Anekdote oder Nebenstory zu erzählen. So, jetzt schöner Ball da. Und oh, so viele. Da wäre er fast zum Torerfolg gekommen. Schöner Kopfball nach schöner Flanke von Paco Alcázar. Schraubt sich hoch und setzt das Ding wirklich haarscharf am Tor. Was passiert? Dann wäre der junge Mann mit seinen 16 Jahren in seinem, ich weiß gar nicht, ob es das erste Testspiel ist, für die Profis.
Superchef von Rowe. Oh, jetzt ist Halbzeit, Pause, Spielstand 1:0, unser BVB führt. Und voll angedacht, dass es einen großen Wechsel so um die 60. Minute gibt, dann bekommen wir auch ein paar Ans. Versibler Mann, kann anscheinend alles, rechts wie links. Lukas Piszek, unser Assistent, und wieder knallt's. Also die Jungs müssen wach sein jetzt, warm halten. Ja, das ist der ist Handgeklöppelt. Handgeklöppeltes Kaschmir aus Seattle. Ja. Das gibt es nicht überall. Nee. Das ist von den... ja, so, Fußball. Seattle im Angriff. Foul. Einen Freistoß. Oh, gefährlicher Ball. Kommt da an. Fast immer wild sind, fast immer alles im höchsten Tempo machen wollen und so weiter und so fort. Jetzt Achtung, und das ist ein typischer Alcázar. 2-0. 2:0. Unfassbar. Riesenfehler, ja, vom Keeper. Ah, da lacht er, unser Head Coach Lucien Favre. Und natürlich auch die Truppe auf dem Platz. Wunderbar gemacht. Einmal dazwischen gegangen, den Ball geschnappt. Hier sehen wir es. Der Torwart passt nicht auf, spielt einen abfangbaren Pass. Und das lässt sich natürlich ein Paco Alcázar nicht Wala. Starker Name. So, jetzt der Vorname von einem Mähdrescher. Da ist der eben von dir angesprochene Birki mal so richtig zu testen. Da muss er sich ganz, ganz lang machen, während wir hier die Zeitlupe Chavez oder Chavez wahrscheinlich, vielleicht Südamerika, Chavez, I don't know. Chavez. Schaffen Sie? Das können unsere Torhüter Marvin Hitz, Roman Bürki und unsere Legende im Tor, Roman Weinfeller. Ja, und da war er wieder dran mit der Pranke, glaube ich. Das dürfen. Halt. Allerdings hatten die Lachse schon keinen Kopf mehr. Ja, gut. Den hat. Oh, da hat die Abwehr aber mal schön geschlafen. So, und jetzt kriegst du so ein bisschen einen Eindruck, was hier los sein kann, wenn das Ding richtig voll ist. Das war Jonathan Campbell. Jonathan Campbell bleiben auf dem Platz. Genau. Alle anderen setzen sich jetzt hin. Jetzt wird die Stadionansage, wir können jetzt auch mal. Aber das Grimme-Institut hat wahrscheinlich was mit Adolf Grimme zu tun. Und da ist das 3. Oh. Nee, war abseits. Aber ja. Obo, mach mich nicht nervös. Ich guck dir die Wiederholung an. Recherchier doch hier. Das gerade ist vom Allerfeinsten. Also, weil wir ja auch, wir wollen ja diesen Grimme-Preis. Wir sind ja Bildungsfernsehen. Richtig. Und Adolf Grimme war der Erste, gibt eine Redewendung. Sancho! Tor! Tor! Und was für eins! Sensationell, Jadon Sancho. Du kannst ihn einfach nicht aufhalten. In der 77. Minute das 3:1. Der Ball kullert mit einer Geschwindigkeit von nicht einmal 3 Meter pro Sekunde. Ein Gewaltroller war das. Ein Gewaltroller. Ja, wer erwartet denn auch sowas? Er zieht von außen nach innen. 1, 2, 3, 4 lässt er stehen. Und dann dieser angetäuschte Hammer, der zu einem Gewaltroller sich entwickelte.